Nächste Frage hat der Reitschuster. Eine schöne Frage. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir so etwas auf der Bundespressekonferenz schon einmal passiert ist, dass sich jemand auf dem Podium wirklich und aufrichtig über meine Frage freut. Und so war das heute tatsächlich. Ja, ich nehme die Frage erstmal so mit. Dankeschön. Also, finde ich eine gute Idee. Aber Ja, ein Novum. Und wie kam es dazu? Es war heute ein Gast, nicht aus der Regierung, sondern es war die SED-Opferbeauftragte, die heute zum Jahrestag des Mauerfalls darüber sprach, wie es den Opfern erging. Und Sie sehen hier die Reihen der Bundespressekonferenz heute ausgesprochen licht. Es waren drei Journalisten da, ohne die Fotografen, einer davon ich. Das Interesse an linksextremer Diktaturen, deren Aufarbeitung ist also nicht allzu groß. Und Frau Zupke beklagte sich auch darüber. Sie sagte, dass die Aufarbeitung der zweiten deutschen Diktatur hinten runterfällt. Und das sagte sie in einer Antwort auf eine Frage von einem CDF-Kollegen, ob denn die Aufarbeitung der SED-Diktatur in den Schulen, wie sie Frau Zupke fordert, ob die nicht dazu führen würde, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hier eine neue Konkurrenz bekäme. Ja, es war spannend heute und da leider so wenige Kollegen da waren, konnte ich auch ausführlich fragen, auch danach, wie es denn die Opfer und wie es Frau Zupke als ehemalige Bürgerrechtlerin sieht, dass die Erben der SED heute wieder in der Regierung sitzen, dass Stasi-Mitarbeiter, ehemalige, heute ganz zentrale Positionen haben. Ja, wie immer die eigentliche Geschichte heute im zensurfreien Internet. Gehen Sie mit mir rüber auf Rumble oder auf Odyssey. Unten der Link, ein kleiner Link und wir können uns mit Ihnen wie freie Menschen in einer freien Gesellschaft unterhalten, ohne die Zensoren, die im direkten oder indirekten Regierungsauftrag überwachen, was wir sagen und hören bzw. sehen dürfen. Alles Gute, danke, schauen Sie wieder rein. Und in dieser Zeit erlebe ich, dass eben die zweite deutsche Diktatur hinten runterfällt zum großen Teil. Nächste Frage hat der Reitschuster.